jetzt kommen wir zum letzten Teil unserer kleinen Qigong-Übungsreihe, dem vierten Teil. Und im vierten Teil möchte ich gerne jetzt mal mit euch die Übung, die wir gelernt haben, die ich euch gezeigt habe, einmal durchüben. Wir werden es nicht schaffen, 36 Mal alle Teile, dazu sind die 15 Minuten zu kurz. Ich empfehle immer, wenn ihr zu Hause beginnt zu üben, die Übung 20 Minuten, 25, 30 Minuten, das ist das Beste, mindestens zu üben, damit ihr auch eine Wirkung spüren könnt. Und wir stellen uns wieder auf, schulterbreit, Füße stehen schulterbreit, Fußspitzen schauen nach vorne, Knie sind locker. Das Becken hängt ein bisschen, Bauchnabel ein bisschen rein und das Kinn ist leicht rangezogen, sodass die Halswirbelsäule lang ist. Und wir beginnen die Hände vor dem Körper und wir beginnen mit dem Öffnen des Fensterladens. Hände sind Gürtelhöhe, Bauchnabelhöhe. Und wir öffnen den Fensterladen. Das machen wir 10-mal. Nur dieser Teil, das Öffnen des Fensterladens, ist 10-mal. Und wenn du das 10-mal gemacht hast, kommt der erste Teil. Für die Übung jetzt der zweite Teil. Das ist der Fischschwanz. Erinnere dich. Die Arme gehen um den Körper. Und jetzt hast du die Übung schon ein bisschen gelernt. Jetzt musst du nicht mehr dich so konzentrieren und kannst ein bisschen lächeln. Lächeln ist immer gut. Lächeln sieht natürlich gut aus. Sieht so aus, als wärst du ein Profi. Aber viel wichtiger ist, dass wenn du lächelst, können deine Organe entspannen. Immer wenn wir lächeln, gibt es eine direkte Verbindung zu unseren Organen und die Organe können entspannen, gut arbeiten. Das heißt, wenn du lächelst, ein inneres Lächeln, dann ist die Wirkung entsprechend größer. Und wie ich schon sagte, wenn du dann für dich übst zu Hause, am besten ist es natürlich, Qigong jeden Tag zu machen, auch 2-mal am Tag, kannst du diese Übung machen, sogar 3-mal am Tag, aber dann nicht mehr. Selten gibt es Leute, die es 3-mal machen oder mehr machen wollen, aber regelmäßig ist gut und dann ist entsprechend die Wirkung auch größer, wirst du mehr spüren, wie Beschwerden weggehen, je nachdem, was du hast, wie Krankheiten gelindert werden, je öfter du übst. Und dann, nachdem du 36 Mal gemacht hast, kommt der V. Der V nickt mit dem Kopf. Achte immer darauf, dass die Fingerspitzen unterm Kinn bleiben, dass dir das Qi nicht in den Kopf steigt. Und alles, was du tust, bleib in deinem Wohlbefinden und mach es locker. Locker ist das Entscheidende. Überall, wo Spannung ist, fließt kein Qi. Überall, wo du anspannst, fließt kein Qi. Also geh durch deinen ganzen Körper, scan durch deinen ganzen Körper und lass alles los. Bevor du anfängst, immer die vorbereitende Übung, die wir im ersten Video gemacht haben, damit du gut entspannt bist. Und nach 36 Mal nochmal diesen Teil, wir öffnen den Fensterladen. Wieder 10-mal und dann kommt der Tannenbaum. Die Hände gehen über vorne, nach oben, über vorne zu den Seiten. Und schau lieber, wo ist bei dir Seite? Für viele ist das dann hinterm Körper oder noch weit vor dem Körper. Guck mal.
Und wenn du zu Hause übst, ist es gut, ist es empfehlenswert, vor dem Spiegel zu üben und zu gucken, ob du auch wirklich das tust, was du denkst. Um am Ende, wenn du vom Spiegel übst, geht es nicht darum, dass es gut aussieht, sondern es geht darum, dass du spürst, was macht das? Was macht diese Aktivierung jetzt der Akupunkturpunkte? Was löst sie aus innerlich? Und innerlich am besten spüren wir innen immer, wenn wir die Augen geschlossen haben. Dann sind wir nicht abgelenkt. Dann können wir hineinspüren. Und dann kommt der nächste Teil, das ist das Streichen über die linken Seiten. Der Mönch streicht über die Saiten vom Lieblingsinstrument, nicht Lieblingssaiten, Lieblingsinstrument. Und du kannst dir einfach vorstellen, dass die Hände auf den Saiten liegen von diesem Instrument. Dass deine Hände getragen werden. Dass die Bewegung ganz leicht wird mit den Händen, mit den Unterarmen nach außen. Achseln bleiben immer frei. Denk daran, Achseln bleiben immer frei. Unter den Achseln fließt der Herzmeridian und der darf nicht eingeklemmt sein. Das ist der Grund dafür. Und dann dreh die Hände. Und jetzt zeigen die Handflächen zur Zimmerdecke. Der Mönch teilt jetzt die Speisen aus. Die Bewegung ist mit den Händen und den Unterarmen hauptsächlich. Halswirbelsäule ist lang, achte darauf. Knie sind locker, achte darauf. Dann nach 36 Mal links fangen wir an, der Scheidengeschirr. Die Arme gehen links und rechts. Und wenn du das 36 Mal gemacht hast, von rechts über oben nach links, von rechts über oben nach links, dreh das Oval, dreh das Universum nach links. Von rechts über oben nach links. Also genau andersrum, als ich es jetzt mache, wenn du auf mich schaust. Und nach 36 Mal bleib hier links und dann von links über oben nach rechts. Hier immer darauf achten, dass du die Fingerspitzen nicht übers Kinn bringst. Wenn du dieses Oval drehst, das Universum gedreht wird. Der Mönch dreht das Universum nach rechts. Und dann kommt das Rudern. Leichte, fließende Bewegung. Ursprünglich wurde das Duft-Qigong von einem Mönchen wieder zurückgebracht zu den Menschen. Lange Zeit war das Duft-Qigong verschwunden. Die Übung wird wohl 1600 Jahre alt sein. War lange Zeit verschwunden und ist wiedergekommen über einen Menschen, der einem Jungen diese Übung beigebracht hat. Und dieser Junge war krank und konnte sich heilen durch diese Übung, hatte eine Hautkrankheit. Und als er dann geheilt war und der Mönch ihm sagte, 50 Jahre üben, dann darfst du die Übung weitergeben. Das war in den 80er Jahren, hat er die Übung weitergegeben und seitdem wird diese Übung überall geübt. Gehört zu den medizinischen Übungen. Das Duft-Qigong und hat eine Wirkung, eine sofortige Wirkung. Das wirst du merken. Und dann beginnen wir mit dem Verteilen, das Verteilen vor dem Herzen. Spür, mach die Bewegung nicht zu schnell. Und
Vielleicht kannst du die Energie spüren zwischen deinen Händen, wenn du die Augen schließt. Und dann kommt der nächste Teil, rechte Hand über der linken, Babyschaukel oder der Mönch gleitet über das Meer, über das Wasser. Auch hier vorsichtig, achtsam, immer achtsam sein bei der ganzen Übung. Aber denk daran, Qigong hat eine Wirkung und sollte dir irgendwie ein bisschen schwindelig werden oder irgendetwas unangenehm sein, dann kannst du dich jederzeit setzen und im Sitzen weiterüben. Achte darauf, dass der Stuhl direkt hinter dir steht. 36 Mal, dann kommt der nächste Teil, dass die Arme hängen. Und wir bringen den Wind in die Ohren. Die Lauraumpunkte, die Herzbeutelpunkte in der Mitte der Handfläche, vor die Ohren, nicht an die Ohren und dann wieder entspannen. Und mach es in deinem Tempo, finde dein Tempo. Wenn du zu schnell machst, wirst du müde. Wenn du zu langsam machst, bist du auch müde. Also finde dein Tempo. Alle Teile kannst du mit geschlossenen Augen spüren, sogar intensiver mit geschlossenen Augen spüren und üben. Dann bleibt die Energie bei dir. Durch die Augen verlieren wir viel Energie. Nur dieser Teil ist der einzige Teil, den wir mit geöffneten Augen üben. Und das ist das Tigermaul. Du formst das Tigermaul mit deinen Händen vor die Augen und vor die Leisten. Und hierbei bleiben die Augen geöffnet, so dass du das Qi direkt in deine Augen bringst, führst und deine Augen gestärkt werden, deine Sehfähigkeit. Augen sind die Öffnung der Leber und Frühling ist die Saison für die Leber. Jetzt muss die Leber sehr, sehr gestärkt werden. Und dann kommt das Pendeln, das Kreuzen. Männer nehmen die linke Hand nach innen, Frauen die rechte Hand. Und du überkreuzt die Unterarme etwa auf Höhe des Bauchnabels, überkreuzt. Und jetzt kannst du die Energie hier einspeichern in dein Bauchnabel, beziehungsweise in dein Energiezentrum, ein Daumen weit unter deinem Bauchnabel, etwas dahinter, ist dein Energiezentrum nach der traditionellen chinesischen Medizin. Und dann leg die Hände vor der Brust zusammen. Für einen Moment kommt in die Ruhe, in die Stille. Schließ die Augen, spür, wie dein Herz sich beruhigt. Nimm einen tiefen Atemzug und spür, wie dein Herz sich jetzt beruhigt. Spür den Nachklang der vorausgegangenen Bewegungen. Und vielleicht spürst du jetzt Kribbeln in den Füßen, starkes Kribbeln. Vielleicht spürst du Taubheit oder sogar Schmerzen. Dann, wie ich immer sage, sei froh, dann ist die Wirkung erreicht. Dann fängt jetzt da die Energie, wo sie lange nicht war, an zu wirken. Qigong niemals unterschätzen, es hat eine große Wirkung. Also nimm dir Zeit und lass dir Zeit. Fang langsam an. Vielleicht mit den ersten Teilen 1 bis 8 oder 1 bis 6.